Die WTU betont ja oft Gurdjieff, war eigentlich. Man kennt Gurdjieff für sein magisches Theater, als Hypnotiseur, als Teppichhändler. Man kennt die Gurdjieff-Movements, die Musik, die er gemeinsam mit Hartmann komponiert hat, und als Koch. Einige werden vom Institut zur harmonischen Entwicklung des Menschen in Fontainebleau gehört haben. Er war auch Lehrer von Uspensky. Uspensky schrieb über seine Zeit mit Gurdjieff in St. Petersburg und Moskau das Buch Auf der Suche nach dem Wunderbaren. Uspensky trennte sich jedoch früh von Gurdjieff und versuchte in eigenen Gruppen die Lehre umzusetzen. Seine Frau hielt jedoch Gurdjieff die Treue. Uspenskys Buch war das einzige zu Gurdjieffs Lebenszeiten, das er selbst autorisierte. Uspenskys Frau zeigte Gurdjieff nach dem Tod von Uspensky das Skript und er las es und sagte, er hat also doch einiges verstanden. Wir kennen Gurdjieff auch durch einen anderen Denker, Bennett. Bennett war in Fontainebleau und begleitete Gurdjieff in seinen letzten Lebensjahren. Hätte Gurdjieff einen Nachfolger ernannt, es wäre Bennett gewesen. Doch seine Werkstatt war nicht für einen Nachfolger ausgerichtet und war mit ihm zu Ende. Bennett behauptete auch nie, der Nachfolger Gurdjieffs zu sein und eröffnete ein Institut in London, wo er eigene Forschungen und Kurse abhielt. Er war der Schüler Gurdjieffs, der mit den Meistern, die Gurdjieff nachfolgten, in Kontakt kam. Trotz allem kennen wir Gurdjieff auch wegen der weltweit vorhandenen Gurdjieff-Gruppen und Schulen des vierten Weges, die eigenständig von Menschen aufgrund ihrer Erfahrung mit Gurdjieff ins Leben gerufen wurden. Wo wurde Gurdjieff selbst denn überhaupt ausgebildet? Gurdjieff bereiste viele Länder, unter anderem Ägypten und Tibet. Er wurde in den Kraftzentren der Sufi-Tradition, welche sich zu jener Zeit noch in Afghanistan, im heutigen Iran und im Irak befanden, ausgebildet. Seine Aufgabe war unter anderem, zukünftige Werkstätten der Tradition im Westen vorzubereiten. Gurdjieffs Auftritt kam aus dem Nichts. Er verbreitete eine Lehre, die in dieser Art bisher im Westen unbekannt war. Auch in keiner Geheimgesellschaft wurde dieses Wissen überliefert. Er selbst nannte es die Wissenschaft der Bewusstheit. Was hatte Gurdjieff nun mit der Kampfkunst zu tun? Dies ist nun ein weiterer, nicht sehr bekannter Aspekt von Gurdjieff. Gurdjieff und die Kampfkunst. Er war auch in diesem Bereich ein bewanderter und ausgebildeter Mann. Kurzfristig überlegte er in Frankreich diese, welche er das wahre Jiu-Jitsu nannte und welche auch den Namen Phile Lu gab, zu Schulungszwecken einzuführen. Er erkannte jedoch, dass die Zeit noch nicht gekommen war und verzichtete darauf. Ein asiatischer Ableger dieser Kunst ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts außerhalb der Tradition und als reine Kampfkunst in den Westen unter der Bezeichnung Wing Chun gekommen. Einen kurzen Abriss über seine Aktivitäten veröffentlichte Gurdjieff 1933 in seinem kleinen Buch mit dem Namen The Herald of the Coming Good. Doch auch hier entschied er sich, dass die Zeit noch nicht reif wäre und kaufte nach wenigen Wochen alle erreichbaren Exemplare zurück. Dies war das einzige Buch von Gurdjieff, das zu seinen Lebzeiten erschien. Seine Buchserie All and Everything, das sind Belzebubs Erzählungen für seinen Enkel, Begegnungen mit bemerkenswerten Menschen und das Fragment Das Leben ist nur wirklich, wenn ich bin, erschien erst nach seinem Tod. Sie waren auch als aufeinander aufbauende Arbeitsbücher für die geplanten Arbeitsclubs gedacht und nicht als Unterhaltungsbücher. Gurdjieff selbst ernannte, wie schon gesagt, keinen Nachfolger, sondern sagte darauf angesprochen, die, welche immer nachfolgen werden, werden bereits ausgebildet.